Ja, also das Gute ist, wir haben von Anfang an mal Druck gemacht, wir haben Gas gegeben. Man hat auch gesehen, wir wollten die letzten Spiele einfach nicht so hinnehmen mit den Niederlagen und wir wollten es auf jeden Fall allen zeigen. Es hat erste Halbzeit auch gut geklappt, bis zum Gegentor. Da standen wir leider wieder schlecht, da haben wir die Schnittstellen offen gehabt. Ja, und Kondor hat halt im Moment einen Lauf und die bestrafen das natürlich sofort. Da fangen wir mit dem, was sie nicht so gut gemacht hat. Erste Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Zugriff, hatten überhaupt kein Zweikampfverhalten, keine Laufbereitschaft, haben viel auf Verdacht gemacht, haben viel nur reagiert, nicht agiert. Da war ein schlechtes Passspiel vor allem auch und da war gar nichts eigentlich von dem da, was wir können und was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Gut in der ersten Halbzeit war eigentlich nur, dass wir dann den Ausgleichstreffer noch gemacht haben. Zweite Halbzeit war auch nicht deutlich besser. War nicht so, dass wir da jetzt irgendwie ein Feuerwerk abgebrannt hätten, sondern machen dann drei Tore, die wir dann alle drei sehr schön machen. Das haben wir wiederum gut gemacht. Gute, große individuelle Stärke dann eben auch ausgespielt bei dem einen oder anderen Treffer. Und dann haben wir das Spiel dann 4-1 gewonnen. Ja. Ja, letztendlich ist es das Problem, was wir schon ewig lang haben. Wir machen die Tore nicht. Wir führen 1-0 und dann müssen wir einfach nachlegen und das 2-0 machen. Ja, und dann kommt das 1-1. Wir spielen zwar weiter nach vorne, waren bis zum Gegentor eigentlich auch die bessere Mannschaft. Ja, und dann kommt der Knick, wir verlieren den Ball und ja, dann steht 2-1 und dann haben wir natürlich aufgemacht, aber dann ging auch einfach nichts mehr. Ja, der Umschwung kam deswegen zustande, weil die war schlechter als die erste Halbzeit, ging kaum. Also von daher konnte die zweite Halbzeit nur besser werden. Und insgesamt ist natürlich dann so, dass wir auch ein gewisses Spielglück dann auch hatten, dass wir dann das 2-1 dann machen, dass wir das 3-1 dann machen können. Und dann war das Spiel noch nicht ganz gelaufen, aber dann das 4-1 aus dem Konter heraus dann eben auch nochmal. Von daher war das war nicht deutlich besser von uns. Wir standen ein bisschen kompakter, ein bisschen mehr Zweikämpfe angenommen, das war es dann aber auch schon. Wir müssen auf jeden Fall an vielen Dingen arbeiten. Das wird jetzt in der Woche kommen. Das Wichtigste ist erstmal der Ehrgeiz und der Ansporn, einfach das Ding wieder umzudrehen, weil so kann es einfach nicht weitergehen. Wir haben gesehen letzte Saison mit Pinneberg, wie schnell man da reingeraten kann in so einen Abwärtstrend und da müssen wir jetzt auf jeden Fall alles gegensetzen. Naja, also von heute nehmen wir hoffentlich nichts mit. Außer, dass wir einen Rückstand gedreht haben, können wir nichts mitnehmen. Aber jetzt kommen natürlich zwei Spiele, auf die wir uns richtig freuen. Jetzt spielen wir zu Hause gegen Cordi, gegen den Tabellenführer, gegen den verdienten Tabellenführer. Dann spielen wir bei Kozlak, also gegen den Tabellenersten, gegen den Tabellendritten. Das sind nur zwei schöne Spiele jetzt für uns, auf die wir uns auch freuen und wo wir uns jetzt auch ab Montag wieder vorbereiten.